Hallo ihr Hübschen. So, die Grillzeit ist eröffnet. Es ist zwar erst Februar, aber eigentlich grillen wir ja das ganze Jahr. Ich habe mir überlegt, wir machen heute mal einen ganz tollen Tzatziki selber. Ja, so richtig mit viel Knoblauch und stinky. Dazu brauchen wir zuerst, ich übertreibe gerade völlig, aber ist egal. Viele, die mich wirklich kennen, die kennen mich so, wie ich jetzt bin. Wir brauchen eine Gurke. Die wird einmal halbiert und dann nochmal. Ich hab voll den Sprachfehler, ey. Die wird halbiert und das Fruchtfleisch-Kerngehäuse wird rausgenommen, weil das wässert dann immer so nach. Und das finde ich nicht so schön. So, jetzt weiß Schatzi auch, was ich damit machen wollte. Der will mich immer überreden, irgendwelche blöden Küchengeräte zu nehmen. Aber ja, selbst ist die Frau. Ich habe ja gerade nur sauber gemacht. Okay, Schatz, putzt du gleich die Küche? Du kannst auch reden, egal. So, wir nehmen die Gurken und versuchen die ein bisschen klein zu machen. Siehst du, Schatz, das geht viel besser so, wenn du die Küchenmaschine nimmst. So, Schatz, was sagst du dazu? Sieht das toll aus. Das sieht nach original griechischen Tzatziki-Gurken aus. Habe ich recht? Diese salzen wir jetzt ein bisschen und lassen die ein bisschen ziehen. Wir nehmen 4 Becher, 150 Gramm 3,5er Joghurt. Ein Becher Creme Fraiche. Und ein Becher Schmand. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr fettig. Aber wenn ich Tzatziki möchte, dann möchte ich Tzatziki, der mir auch schmeckt. Wir haben das schon ein paar Mal nur mit Joghurt probiert. Und das finde ich nicht so wirklich lecker. Wir nehmen 2 geschälte Knoblauchzehen, pressen die da durch. Den Tzatziki kann man schön einen Tag vorher vorbereiten. Dann kann der schön durchziehen. Boah, das stinkt. Wir stinken morgen sowas von. Ein bisschen Zitronensaft. Ich finde, das gibt ein ganz schönes, frisches Aroma. Wie ihr wisst, zu Zitronensaft gehört auch ein klein wenig Zucker. Schwarzer Pfeffer. Und ich würde sagen, ein Teelöffel Salz. Erstmal. Vielleicht muss noch was dran. Und dann rühren wir das Ganze schön unter und vermengen das toll. Und dann brauche ich einen Freiwilligen, der kostet.
Lass mich. So. Und dann kommen die Gurkenscheiben dazu. So. Schatzi muss jetzt kosten. Schmeckt gut? Reicht? Bisschen Zitrone noch? So. Fertig ist mein Tzatziki. Der sollte wirklich ein bisschen durchziehen, damit er noch leckerer wird. Und ich freue mich aufs Grillen. Also. Und dass mein Schatzi mir morgen Fladenbrot backt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachtesten, Nachkochen, Nachmanschen. Und hinterlasst mir doch einfach mal ein Feedback. Und abonniert mich. Hier wird's lecker.